Viele Anime bekommen eine Fortsetzung und die stelle ich dir alle heute vor, gleich nach dem Intro. Es ist zwar super, wenn viele Anime eine Fortsetzung bekommen, doch dadurch verliert man auch schnell die Übersicht. Also stelle ich dir heute alle Anime vor, die noch in diesem Jahr eine Fortsetzung bekommen. Wenn ich einen zweiten Teil machen soll für alle Anime des nächsten Jahres, dann drücke auf den Like-Button. Und vergiss nicht zu abonnieren, um ihn dann nicht zu verpassen. So, legen wir dann auch gleich los. Wir müssen auch schnell Gas geben. Wir haben hier 40 Titel, die wir durchgehen müssen. Und das Video soll nicht 30 Minuten oder sowas gehen. Also, da müssen wir jetzt mal Gas geben. Einmal wäre da der zweite Teil von Fate Grand Order. Teil 1 ist leider auch noch nicht bei uns erschienen, aber es gibt bei uns Fate Grand Order Babylonia sowie Fate Grand Order First Order. Für alle Fate-Fans auf jeden Fall zu empfehlen. Hoffentlich kommt dann auch der erste und zweite Teil irgendwann zu uns. Fate Grand Order Babylonia sowie First Order gibt es bei Wakanim. Machen wir weiter mit Knights of Sidonia. Da haben wir ja schon in den News geredet. Der soll einen Film erhalten. Großes Problem ist aktuell, man kann die Serie nicht mehr auf Netflix streamen. Also wissen wir nicht mal, ob der Film zu uns kommt. Ich hoffe es, aber da müssen wir wohl abwarten. Vielleicht höchstens nächstes Jahr, gehe ich mal davon aus, wenn überhaupt. Machen wir weiter mit einem Anime, den man wieder streamen kann, und zwar Girls and Panzer. Eine ganz spezielle Serie, die ich mir immer noch nicht angeschaut habe, aber ja, eine sehr besondere Kombination aus Girls and Panzer. Der soll jetzt einen dritten Teil erhalten von der finalen Filmreihe, also die lässt sich scheinbar ziemlich Zeit. Da wird es dann noch drei weitere Teile geben, aber ja, für alle Girls and Panzer Fans auf jeden Fall zu empfehlen. Gibt es bei Amazon Prime und Aniverse. Machen wir weiter mit Detektiv Conan. Ist natürlich auch eine sehr beliebte Krimiserie. Da gibt es einen weiteren Film, der läuft auch gerade in Japan. Der sollte eigentlich auch zeitgleich zu uns kommen. Leider durch die aktuelle Situation hat es nicht funktioniert. Aber ja, hoffentlich kommt er dann doch noch ins Kino oder halt schnell auf DVD und Blu-ray. Das wäre super. Aber ja, Detektiv Conan ist immer klasse. Besonders die Filme sind eigentlich immer zu empfehlen. Kann man machen. Gibt es bei Anime On Demand und Crunchyroll. Machen wir weiter mit den Bonus-Episoden, und zwar einmal zu Kaguya-sama Love is War. Da sollen nämlich die Darkness-Kapitel, die sollen adaptiert werden. Da gibt es dann eine Bonus-Folge. Natürlich soll es dann auch eine weitere Staffel geben. Also ja, Kaguya-sama auf jeden Fall ein guter Anime. Gibt es bei Wakanim und bei Anime On Demand. Kommen wir nun zu den Anime, die auch in der nächsten Season weitergehen, die also nicht nur 12 oder 13 Folgen bekommen. Da wäre einmal My Hero Academia. Der wird wahrscheinlich so wieder 24, 25 Folgen bekommen. Ist natürlich eine extrem beliebte Serie. Gibt es bei Anime On Demand und neuerdings auch bei Crunchyroll. Also wer da noch nicht reingeschaut hat, sollte das auf jeden Fall machen. Staffel 1 bis 4 gibt es jedoch aktuell nur bei Anime On Demand. Machen wir weiter mit meinem aktuellen Favoriten aus der Season, To Your Eternity. Da bin ich sehr froh, dass es nicht nach 12 Folgen vorbei ist, sondern der wahrscheinlich 21 Folgen bekommt. Den gibt es bei Crunchyroll. Ist wirklich eine Hammer-Abenteuerserie. Sollte jeder reinschauen. Der beste Anime aus der Season aktuell. Machen wir weiter mit einer Serie, die man leider noch nicht bei uns schauen kann. Leider. Shaman King. Der wurde nämlich von Netflix entfernt und das bedeutet, Netflix hat ihn ins Gefängnis geschmissen und die Schlüssel weggeschmissen. Leider. Wann der kommt, ist noch nicht klar. Aber ja, der Anime soll 51 Folgen bekommen. Da werden wir also noch länger was von haben. Mal schauen, wann er dann zu uns kommt. Machen wir weiter mit dem nächsten Netflix-Anime und zwar Eden Zero. Der soll 24 Folgen bekommen und soll im Herbst dann bei Netflix erscheinen. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Eden Zero kommt logischerweise vom Fairy Tail Autor, deswegen wird er schon fast als Nachfolger gesehen. Ist er natürlich nicht unbedingt, aber alle Fairy Tail Fans, die freuen sich sicherlich auf Eden Zero. Bin ich auch schon gespannt, wann er dann im Herbst auch erscheinen wird. Machen wir weiter mit Welcome to Demon School Iruma-kun. Der läuft ja auch gerade. Mag ich sehr gerne, habe ich die erste Folge gesehen, fand ich super lustig. Richtig coole Serie gibt es bei Crunchyroll. Wer also mal wieder lachen will, der sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Bekommt also nicht nur 12 Folgen, sondern eindeutig mehr, glaube so 21. Und ein Anime, den wahrscheinlich die wenigsten schauen, Blue Reflection Way, gibt es bei Wakanim. Ist so ein Dark Magical Girl Anime. Weiß ich nicht, da sollte man glaube ich lieber mal Doka Magica schauen. Da hat man mehr davon, anstatt diese Serie. So, kommen wir jetzt aber wirklich zu der nächsten Season, zu den neuen Anime-Fortsetzungen und da freuen sich schon sehr viele. That Time I Got Reincarnated as a Slime, Staffel 2, Teil 2. Der wird ziemlich gehypt gerade, der Anime ist ja auch verständlich. Läuft ja auch gerade das Spin-Off, auch das wird geschaut, The Slime Diaries. Da bin ich schon gespannt drauf, wie es da weitergeht, gibt es bei Crunchyroll. Machen wir weiter mit einer lustigen Serie und zwar Miss Kobayashi's Dragon Maid. Endlich geht es da weiter.
Weiter gibt es auf Crunchyroll, wurde schon bestätigt, dass auch die Staffel 2 da läuft. Wer mal wieder eine richtig lustige Serie sehen will von einem Drache, der einfach eine Maid wird, der sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Kommen wir nun zu Mushoujo Tensei, einer der besten Isekai-Anime der letzten Jahre, wenn nicht sogar wirklich der beste. Sieht fantastisch aus, die Musik ist super, die Story ist gut. Es gibt vielleicht so ein, zwei Szenen, die man kritisieren kann, aber sonst ist er wirklich perfekt und wird dann wohl auch im Sommer eine zweite Staffel bekommen. Freue ich mich schon sehr. Es wurde noch nicht richtig bestätigt, aber ich gehe stark davon aus, dass es dann im Juli weitergehen wird. Die Serie gibt es bei Wakanim. Da sogar schon mit deutscher Synchro. Machen wir weiter mit dem nächsten, ja, etwas besonderen Isekai-Anime und zwar My Next Life as a Villainess. Der soll nämlich auch eine zweite Staffel bekommen. Den mag ich ja sehr gerne. Da geht es jedoch nicht darum, dass unsere Protagonistin irgendwelche Monster besiegen muss, sondern eben Prinzen datet. Hab ich Lust drauf, freue ich mich schon sehr. Gibt es bei Crunchyroll. Und machen wir weiter mit dem nächsten Isekai-Anime. Ja, Isekai, Isekai, Isekai. Also alle, die Isekai gut finden, die haben auf jeden Fall hier sehr viele Serien zur Auswahl und eben auch I'm Standing on a Million Lives. Auch da soll es eine zweite Staffel oder einen zweiten Teil geben, je nachdem, wie man es sehen will. Da freue ich mich jetzt nicht unbedingt drauf, aber nun, wer darauf Bock hat, sollte da sicherlich mal reinschauen. Der Manga kommt ja auch zu uns raus. Ich bin jetzt nicht der größte Fan. Läuft bei Crunchyroll. Machen wir weiter mit der Awakened Magic High School. Da gibt es bald ein Spin-Off und zwar fokussiert sich das eben auf Miyuki. Da bin ich auch schon gespannt. Der Awakened Magic High School ist ja eine sehr, sehr beliebte Serie. Hat sich jedoch das Charakterdesign so ein bisschen geändert. Na, ob das so dolle ist, naja, vielleicht passt es zum Spin-Off. Auf jeden Fall werden wir dann sehen, wie es im Sommer damit weitergeht. Kommen wir nun zu Higurashi. Auch da soll es weitergehen. Da bin ich auch gespannt, wer hat denn überhaupt die neue Serie gesehen. Ich bin ja auch ausgestiegen. Ich habe ja nur erstmal die erste Folge gesehen. Ja, ich finde ja die ursprüngliche Serie ziemlich gut. Ich muss mal da weiterschauen. Aber ob ich jetzt wirklich so gehypt bin, eher weniger. Man hört ja eher negative Sachen. Ich fand die erste Folge aber gut. Muss ich mal schauen. Gibt es bei Wakanim. Das ist kein Remake. Also man muss auf jeden Fall die vorhergehende Serie gesehen haben. Ist sinnvoll. So, machen wir weiter mit Love Live Superstars. Das ist ein neuer Idol-Anime, wieder aus dem Love Live-Universum für alle Idol-Freunde. Die können mal kurz durchdrehen. Alle anderen machen wir weiter mit dem nächsten Anime. Biohazard Infinite Darkness, also Resident Evil. Da bin ich ja gespannt, wer ist da denn gespannt drauf oder wer freut sich denn darauf? Viele haben wahrscheinlich aktuell das Resi-Spiel gespielt, den neuen Teil. Und ja, es soll eine Serie auch geben. Die kommen dann im Juli raus auf Netflix. Da freuen sich sicherlich einige. Aktuell kann man ja auch zwei Filme bei Netflix schauen zu Resident Evil. Wer also es nicht aushält, kann da auf jeden Fall schon mal reinschauen. Ist natürlich wieder so ein 3D-Animation, aber sieht eigentlich ehrlich gesagt ganz nett aus. Also da bin ich schon gespannt. So, machen wir weiter mit den Filmen und da soll es einmal zu My Hero Academia einen Film geben. Ja, der dritte ist es schon. Großes Problem ist nur, wann kommt der zu uns? Das wird wahrscheinlich wieder dauern, dauern, dauern. Da haben leider die Publisher immer noch keine richtige Möglichkeit dafür gefunden. Aber naja, World Heroes Mission werden sich alle My Hero Academia Fans sicherlich drüber freuen. Sieht schon ganz nice aus. Also einfach mal so im Helikopter springen, gehe ich mal davon aus, dass das ein cooler Actionfilm wird. Freue ich mich drauf. Machen wir weiter mit dem nächsten Film zu Seven Deadly Sins. Ja, es soll noch einen Film geben. Obwohl die Staffel, also die vierte Staffel, den kompletten Manga adaptiert, soll es noch einen weiteren Film geben mit Original Story. Wie notwendig das ist, keine Ahnung. Wann der zu uns kommt, auch keine Ahnung. Das wird wohl noch ziemlich lange dauern. Nicht mal die vierte Staffel hat es zu uns geschafft. Die läuft aktuell noch in Japan. Aber ja, es soll auf jeden Fall für Seven Deadly Sins Fans noch Nachschub geben. Mal schauen, wie das dann werden wird. Machen wir weiter mit Magical Girl und zwar Fate Kaleid Illya. Weiß ich nicht, wie viele sich darauf freuen, aber alle, die Illya super finden, die werden sicherlich auch den Film schauen. Wann der zu uns kommt, ist jedoch noch nicht bekannt. Kommen wir nun zu Kakushi Goto, auch eine recht unbekannte Komödie, die dann doch hier und da mal ein bisschen dramatisch wird. Aber ja, dazu soll es einen Film geben, dieser fasst dann die Geschichte zusammen, aber es soll scheinbar ein anderes Ende geben. Also ja, bin ich gespannt drauf, sicherlich alle Fans der Serie freuen sich darauf, aber ob er es überhaupt zu uns schafft, ist natürlich immer die große Frage. Mal schauen, die Serie gibt es bei Wakanim. Weiter geht's mit einem Film zur Farewell Dear My Kramer. Ist ein Sportanime, ja, geht glaube ich gerade aktuell ziemlich unter, ist von der Autorin oder vom Autor von Your Lie in April, hat aber glaube ich jetzt nicht unbedingt die Qualitäten von der Serie. Mal schauen, ob sich da viele auf den Film freuen und ob der überhaupt zu uns kommt. Das ist ja
leider immer die große Frage. Den Anime gibt es bei Crunchyroll. Machen wir weiter mit Wonder Egg Priority. Da soll es eine weitere Episode geben. Viele waren da auch sehr froh, als das angekündigt wurde, denn die Serie endet nicht unbedingt zufriedenstellend. Die gibt es ja bei Wakanim. Also ja, da wird es noch eine Fortsetzung geben. Die schließt dann auch die Serie ab. Ist dann wohl auch nur eine Episode. Machen wir weiter mit einer sehr beliebten Serie. Tonikawa Over the Moon for You. Da freuen sich ja viele drauf. Da haben sich auch viele drüber gefreut, als eine Fortsetzung angekündigt wurde. Besser eine Folge als nichts. Die wird dann auch gleichzeitig nicht nur in Japan, sondern eben auch in Deutschland auf Crunchyroll veröffentlicht. Das ist auf jeden Fall cool. Darüber müssen wir uns auf jeden Fall keine Gedanken machen. Wer die Serie also noch nicht gesehen hat, gibt es bei Crunchyroll und auch bei Anime On Demand. Kommen wir nun zu einer nächsten Fortsetzung, die wahrscheinlich viele schon wieder vergessen haben, dass die angekündigt wurde, nämlich die Braut des Magiers. Da soll es nämlich weitergehen. Jetzt nicht unbedingt mit einer ganzen Serie, sondern nur so ein paar Folgen. Aber ja, die Braut des Magiers, auf jeden Fall dann doch eine relativ bekannte Romance-Serie. Kommt ja vom Attack on Titan Studio, sieht also auch fantastisch aus. Sollte man sich mal anschauen und da wird es ein paar weitere Folgen geben. Den Anime gibt es bei Crunchyroll. Kommen wir zu dem nächsten extremen Hype-Anime. Da freuen sich sehr, sehr viele. Und wenn ich das Bild schon sehe, da bekommt man doch Lust. The Rising of the Shield Hero Staffel 2. Endlich. Endlich ist es soweit. Im Oktober, dann geht es dann los mit der zweiten Staffel. Es wurde auch eine dritte angekündigt. Die kommt dann hoffentlich recht zeitnah. Aber ja, The Rising of the Shield Hero, gerade wegen dieser Dame hier, da freuen sich auf jeden Fall viele drauf. Gibt es natürlich bei Crunchyroll die Serie. Sollte man sich also anschauen. Machen wir weiter mit der nächsten Serie, die oft gefeiert wird, und zwar Daedalive. Auch da soll es eine vierte Staffel geben. Diesmal wurde schon wieder das Charakterdesign gewechselt. Ob das jetzt so doll ist? Aber es geht weiter, das ist die Hauptsache. Im Oktober gibt es dann die vierte Staffel zu Daedalive. Wir sehen also Kurumi hoffentlich wieder. Daedalive gibt es natürlich bei Netflix, Wakanim Staffel 3 und Staffel 1 bei Anime On Demand. Machen wir weiter mit World Trigger, der dritten Staffel. Die wurde schon angekündigt. Staffel 2 läuft ja erst gerade. Gibt es bei Crunchyroll, also für alle World Trigger-Fans, für alle Kampf-Anime-Fans, die sollten da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist aber auch eine ziemlich lange Serie, also insgesamt wird es dann schon auf die 100 Folgen hinaus. Auslaufen. Mal schauen, wie viel es dann nach der dritten Staffel sein wird. Machen wir weiter mit der nächsten Serie und da bin ich auch gespannt, wie viele von euch die gesehen haben, und zwar Yashahime. Da wurde auch eine zweite Staffel angekündigt und die soll auch schon im Oktober erscheinen. Da freuen sich dann doch einige. Ja, die Serie wurde hier und da mal positiv, aber auch wieder negativ aufgenommen. Je nachdem, die Animation war nicht so doll. Vieles wurde auch kopiert, leider aus der Ursprungsserie, basiert ja auf Inuyasha. Aber viele freuen sich dann doch, wieder in die Welt eintauchen zu können. Deswegen, also ja, Yashahime, ich glaube, die meisten sind dann doch eher begeistert. Freuen sich auf die zweite Staffel. Gibt's bei Crunchyroll und Anime On Demand. Machen wir weiter mit einer recht unbekannten Serie. Und zwar Yuki Yuna is a Hero. Ist auch wieder so eine Dark Magical Girl Serie. Großes Problem ist da, sie wurde mal wieder aufgeteilt. Staffel 1 gibt es bei Crunchyroll. Staffel 2 gab es, ja, Vergangenheit bei Prime. Die wurde leider entfernt. Mal schauen, wie es ist. Ich hoffe, dass Staffel 3 von Crunchyroll lizenziert wird und sie sich dann auch Staffel 2 holen. Das wäre super. Jedoch haben wir leider in der Vergangenheit oft solche Sachen mitgemacht, wo das dann nicht passiert ist, wo dann einfach Staffel 3 lizenziert wurde, aber nicht Staffel 2. Hoffentlich ändert das aber Crunchyroll. Wäre super. Machen wir weiter mit Mob Love Alternative, ein Action-Roboter-Anime, der ganz schön brutal ist. Also für alle, die gerade 86 feiern, die werden auch den, glaube ich, ziemlich feiern. Da soll es eine Neuauflage geben und ja, bin ich gespannt, wie der ankommt. Aktuell gibt es bei uns nur schwarzes Marken und zwar bei Crunchyroll und Anime On Demand. Machen wir weiter mit der nächsten Hype-Serie und zwar Sword Art Online. Und da soll es einen Film geben und zwar Progressive. Dieser adaptiert dann nochmal den 1-Grad-Arc. Mal schauen, wie das wird. Bin ich auf jeden Fall gespannt, denn die Sword Art Online-Filme oder der eine Sword Art Online-Film ist ja fantastisch. Also Ordinary Scale, wirklich einer der besten Anime-Filme, die es so gibt. Macht einfach Spaß, den sich anzuschauen. Sollte man mal machen, gibt's bei Netflix. Machen wir weiter mit was ganz anderem und zwar Free the Final Stroke. Stroke hört sich bei mir eher so, aber ja, Free bekommt noch einen weiteren Film, kommt dann wieder von Kyoto Animation, sieht dann also wieder fantastisch aus. Mal schauen, wann der zu uns kommt und wenn überhaupt, aber ich gehe mal davon aus, aber sicherlich nicht im Kino, das würde mich sehr wundern. Machen wir weiter mit Daikichi, mein Number One. Das ist ein Boys Love Anime, gibt es bei Wakanim. Zudem soll es einen Film geben, wie zu fast jedem Anime gibt es jetzt einen Film, aber ja, für alle, die sich darauf freuen, gibt es dann bald auch einen Film. Und zu guter Letzt, Eureka 7, auch der
der soll dann seinen dritten und finalen Film erhalten. Ist eine etwas unbekannte Serie, war damals ziemlich groß, aber ja, kann man glaube ich gar nicht mehr so gut bei uns heute streamen. Schade, schade, schade. Aber ja, Eureka 7, eine coole Abenteuerserie, sollte man mal reinschauen. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Über welche Fortsetzung hast du dich gefreut? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!